Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Dawn of Man. Mein Name ist Ed und ich begrüße dich wieder ganz herzlich hier in unserem Dörfchen in unserem Steinzeitalter. Ja, mittlerweile ist es doch schon recht groß, das Dorf, und wir haben auch schon mal angefangen, mittlerweile Verteidigung aufzubauen, was sehr wichtig mittlerweile ist. Also wir werden auch öfter angegriffen mittlerweile. Während ich gerade die ganze Zeit sage, mittlerweile, ist das natürlich Blödsinn. So, wir lassen laufen, mal gucken. Wir haben Ernte am Start. Ne, noch nicht ganz. Die erste, machen wir hier ein bisschen die Erbsen auf hohe Priorität. Linsen, was haben wir hier? Kichererbsen. Mitlinse, Kichererbsen. Den Flachs haben wir wohl schon runtergeholt. Belastung ist so hoch, der Händler ist angekommen, ja. Alles schön und gut. Erbsen. Ja, ansonsten sieht das alles sehr, sehr gut aus momentan. Essen. Ja, da könnte noch ein bisschen was passieren, obwohl wir haben genug Brot auf Vorrat. 26 Leute, Kapazität für 36. Da geht auf jeden Fall was. Checken wir mal den Wissensstand. Alles durch erforscht. Nächste wäre Kupferschmelzen. Schalte Zeitalter Kupferzeit frei. Und da geht's dann an Fruchtbäume, Roggen, Kühe, Esel und das Rad. Ah, das wird immer mehr. Belastung ist zu hoch, das ist mir gerade egal. Dann müsste jetzt leider durch. Wir müssen auf jeden Fall das hier mal fertig bauen. Dass die einfach mal Gas geben. Oh, drei neue Leute. Schwein wurde geschlachtet. Natürlich nicht so schön. Ich sehe hier mal eine Schweine schlachtet. Finde ich jetzt nicht so toll. Aber na gut, wie sieht's denn hier aus? Ist auch nicht mehr so viel Zeugs drin, ne? Und hier? Ja, auch nicht mehr. Feuerstein könnte bald wieder ein Problem werden. Aber, mal schauen. So. Wenn dann endlich mal diese komplette Siedlung hier steht, wäre das ganz hervorragend. Ah, hier wird gebaut. Wäre es ganz hervorragend, dann könnten wir uns vielleicht überlegen. Hier ist das Schwein, okay. Überlegen. Woanders noch eine zweite aufzubauen. Das Ding ist immer noch nicht fertig, ne? Mal volle Pulle. Krankheit beeinträchtigt die Feldfrüchte. Na toll. Ah, es gibt natürlich noch kein Pestizid und sowas, ne? deswegen, ja. Okay, wir machen mal Bögen, ein paar. Damit wir auch was zum Handeln haben. Machen wir hier mal auch noch ein paar. Davon haben wir nämlich nicht mehr so viel. Einfach ein paar durchjagen. Na toll, einer an Altersschwäche gestorben. Toll. So kommen wir nie über die 30 Leute. Was mal sehr schön wäre. Ah, hier bittet jemand am Hinkelstein. Sehr geil. Sehr schön. Das muss repariert werden. Aber irgendwie kommen wir nicht ganz danach zu Potte. Was ist das denn hier? Fichte. Fichte. Der kann gefällt werden. Selektives Fällen nennt man das. Tanne. Eiche. Ah, ich will nicht die guten Felder Dinger killen, wo ich Sachen dran ernten kann. Der Händler ist angekommen, mal wieder. Schön für dich, ich brauche Holz. Hier kommt Kiefer. Fichte, wir brauchen Holz. Ja, wo bist du denn? Guck mal, was du anzubieten hast. Ziege. Hätte er. Er hätte auch Mehl. Getrocknete Haut. Stroh.
Wir nehmen mal so ein bisschen hiervon und davon mit. Mal gucken. So, was haben wir denn da? Früchte, Knochen, Wolloutfit. Ein paar, Getreide 109, da können wir ruhig mal ein bisschen was abgeben. Na komm. Handeln wir mal ein bisschen. Und sehen wir zu, dass wir jetzt mal hier bauen können, denn wir brauchen unbedingt mal Zeugs hier. Das ist ja ätzend. Wir machen mal Folgendes. Ich setze mal ein neues Arbeitsgebiet. Da stehen wir hier alles fällen sollen. Vergrößern. Macht mal alles platt hier. Ruhig mal 5 Leute und hier auch ruhig mal ordentlich auf 100 Stück. Holt euch mal. Macht das mal alles weg hier. Fällt mal den Bereich, damit wir da mal vorankommen. Weil sonst dauert das ja ewig. Wir müssen hier vorankommen. Ich will ja auf jeden Fall uns absichern. Das hat Priorität. Ja, wir müssen uns hier sichern. Aber das geht nur, wenn wir Materialien haben. Wir gucken mal ganz kurz, wie sieht's denn hier aus? Aufgaben wollte ich jetzt nicht. Doch, Aufgaben wollte ich gucken. Wir sind bei 193%. Ja, das ist schon schon eine hohe Belastung gerade. Sagt er auch gerade. Belastung zu hoch. So. Holt mal die Ernte ein. Was sieht mit hier aus? Birke, die kann auch gefällt werden. Ja, sehr gut. Die machen das jetzt hier dicht. Knochen, yes. Stroh, yes. 2 Punkte. Wir brauchen noch 5. Dann kommen wir auf das nächste Zeitalter. Was wir auch so langsam müssen. Junger Baum. Okay, der wächst. Das ist okay. Mach den mal weg. Mach den mal weg. Wir brauchen es leider. Wir haben gerade mal 4 Holzscheide, das ist nicht viel. Aber hier wird fleißig gefällt. Das ist gut. Okay. Transport. Baut mal ein paar Schlitten. Damit das alles ein bisschen flotter vorangeht. Ah, siehst du, er holt sich mit dem Schlitten das. Na, noch könnte er hier durchgehen. Ja. Okay. Getreidespeicher. Ja, wir müssen mal überlegen, wie wir dann eventuell expandieren. Also das Stück hier Land ist dann schon Megalith, den holen wir uns auch nochmal. Ich würde ganz gerne dann auch auf Mammutjagd mal irgendwann gehen. Oh, hier ist ja viel. Megalith, Megalith. Sehr gut, wir sind wieder 30 Leute. Mal gespannt, ob wir irgendwo auf Mammuts auch mal treffen. Ja, Belastung ist zu hoch, das ist klar. Essenstechnisch sieht es aber gut aus. Und schon hält wieder der Wintereinzug. Also es geht schon gut voran. Zack. Okay, es ist in Ordnung. Birke, ja, komm, weg damit. Damit. Spielgeschwindigkeit. Ich gehe wieder auf volle Geschwindigkeit. Beim Sturm können wir jetzt so eh nichts dran ändern, sage ich mal. Ja, aber ansonsten sieht's nicht schlecht aus. Finde ich. Ansonsten sieht es nicht schlecht aus. Da holt Wasser, das ist auch gut. Ja, Brot ist leider vergammelt.
Schade eigentlich. Man lässt sie auch nur stückchenweise hier was fertig bauen, ne? Anstatt sie mal in einer Reihe erstmal langziehen, damit wir das dicht bekommen. Nee, nee. Der Händler ist angekommen. Mal wieder. Grüezi. Was hast du denn da? Wolloutfit. Ziege. Knochen. Ah ne, komm. Hast nichts, was uns wirklich interessiert. Wir haben von allen genug momentan. Schauen wir uns mal den Hund hier an. Elsa. Ah, bewacht alles. Sehr geil. Das Ohrenspiel genial. Fand ich genial jetzt gerade. Sehr schön. So, Jungs. Baut, macht. Wir brauchen. Schlitten ist nicht mehr nutzbar. Was machst du? Was machst du da? Ja, neuer Mensch wurde geboren. 31. Also langsam. Kapazität 40. 40er Kapazität haben wir gerade. Ja, es ist noch nicht vorbei, der Winter. Kommt noch mal Schnee. Hätte ich jetzt nicht gedacht. 33. Langsam wird's groß. Ah, noch 4 Punkte. Dann sind wir weiter. Mein Gott. So, was ist das hier? Erbsen. Bäumen. Ah, haben schon einen Stein hingebracht. Sehr gut. Was ist hier? Flachs. Mit den Feldern, das sieht schon geil aus, ganz ehrlich. So, einen Baum macht, den will ich eigentlich nicht fällen. Na? Der fällt die Bäume hier sehr gut. Das sind lauter Schlitten. 2 Stück. Hier ist ein Schwein, okay. Nein, hier wird nichts produziert gerade. Müssen wir doch mal echt mal ein bisschen auf Jagd gehen. Mal ganz kurz gucken. Hier irgendwas ist, was wir mal ganz schnell jagen können. Ja, können wir. Die Viecher hier. Steinbock. Männchen, Weibchen jagen wir. Das fangen wir ein. Das fangen wir ein und den killen wir. Und die 2 lassen wir über. Dann machen wir mit dem hier dasselbe. Das haben wir hier hinten. Dann transportiert werden. Auf geht's, Jungs. Nicht so schön, dass er meine Schweine gerade killt. Finde ich nicht so toll. Muss ich ehrlich sagen. Was ist das denn hier? Achso, es ist ein Stöckchenarbeitsgebiet. Aber wir brauchen das. Ja, Schaf wurde geschlachtet. Das ist auch nicht so schön. Aber hier ist Eisen. Das ist auch geil. Birschbaum, Birke. Nehmen wir mit. Ich brauche die Punkte, Leute. Ich brauche die Punkte. So, hier hinten könnten wir nochmal ein Wohnhaus bauen.
So langsam zumindest. Ja, super. Einer wieder gestorben. Finde ich natürlich nicht so geil. Aber meine Jungs produzieren und das ist gut. Keine Aufgaben in der Warteschleife. Hier wird produziert. Trocknete Haut. Trocknete Haut. Und Fleisch ist wirklich in rauen Mengen da. Und jetzt schon 34. Meine Güte. Was hast du denn? Tannin. Eigentlich nichts, was uns wirklich interessiert, oder? Doch, das Leder wäre nicht schlecht. Das Leder nehmen wir mit Wolle. Haben wir nicht viel. Wolle haben wir echt nicht viel. Leinenoutfit haben wir auch nicht viel. Ja, die Wolloutfits. Aber Leinen haben wir jetzt nicht. Da müssen wir mal ganz kurz gucken. Bitte. Bau mal Leinen. So. Jetzt bauen sich hier die Schlitten zusammen. Das ist auch gut. Sammelt mal die Bären noch ein. Lücke dürft ihr noch fällen. Brauchen die Dinger leider. Neuer Mensch wurde geboren. Wir sind jetzt schon 35. Also mittlerweile geht es ja richtig rucki zucki. Hier hinten sind auch schon die Hütten fertig. Das ist ja auch mal geil. Dann brauchen wir mal... hier nochmal einen Holzhaufen. Belastung ist zu hoch, das ist klar. Getreidespeicher, Holz, Heu, Lagerhütte, Lagerzelt, nein. Produktion, eine Feuerstelle. Gehört für mich noch hier hin. Steinbock ist geflohen, das ist schlecht. Defensiv, ja, wäre auch schön, wenn wir noch was bauen könnten. Spirituell haben wir direkt vor der Hütte. Ansonsten sieht es gar nicht schlecht aus. Wie hoch ist denn unsere Kapazität? 48 Leute könnten wir jetzt aufnehmen. Ah, zwei sind schon mal da. Sind wir. Neues Tier wurde geboren. Schwein mal 3. 17 Punkte. Ja, Belastung ist natürlich wieder zu hoch, das ist klar. Sind schon 37. Jetzt geht's aber richtig ab hier. Mufflon. Komm, dich nehmen wir auch noch mit. Töte die Mufflons. Ja, es ist gerade nicht schlecht. Wir haben genug da. Ah, einer ist gestorben. Schade. Aber die Kiefer noch. Kommt, Leute, baut man die Dinger hier weiter. Hier ist schon fast dicht, das ist gut. Da können wir jetzt nochmal einen Dings bauen. Wir haben 20 Punkte, liebe Freunde. Wir haben 20. Juhu. Das bedeutet, Freunde der Nacht, Freunde der Steinzeit, wir gehen ins nächste Zeitalter. Allerdings erst im nächsten Part. Ich bedanke mich so lange fürs Zusehen. Hinterlasst ein Däumchen nach oben. Und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dahin bin ich raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed.